Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich darf euch heute recht herzlich willkommen heißen zum Ultimate Bumper Cars Autoscooters. Ich habe dieses Spiel auf Steam entdeckt und dachte mir, Mensch... Ich muss noch einen kleinen Moment, sonst hast du die Startphase verpennt. Der Typ labert mich. Also ich kann euch mal kurz zeigen, wie das vor der Aufnahme war. Kommt alle rein in den Scooter. Es ist viel besser als jeder Ego-Shooter. Achtung, alles einsteigen. Wir geben gleich richtig Gummi. Achtung, Achtung! Junge Wilde zum Mitreißen gesucht. Der Typ da an der Kasse labert mich auf jeden Fall schon die ganze Zeit voll und was er für eine komische Haltung hat, stelle ich jetzt auch einfach mal nicht in Frage. Die Sache ist auf jeden Fall, dass ich dieses Spiel entdeckt habe Steig auf Steam und dachte... Scooter, hier qualmt dein Router. Ne, da bin ich wirklich. Ist aber auch egal, Freunde. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf dieses Spiel. Es hat irgendwie 4 Euro gekostet. Von daher dachte ich mir, das kann nur gut sein. Ich habe sogar extra meine komplette Wohnung nach diesem Xbox-Controller hier abgesucht. Der leuchtet auch und der ist an. Wir starten. Ja. Muss ich ganz kurz das erklären. Ich habe den extra rausgesucht, angeschlossen, bla bla bla. Geht nicht. Von daher spielen wir es mit Tastatur, meine lieben Freunde. Los geht's. Wir. Los geht's, meine lieben Freunde. Wir spielen Arcade, würde ich sagen. Das hier sind unsere Scooter, die wir auswählen können. Wir haben einmal pink, blau, orange. Wir haben... Oh. Kommt alle rein in den Scooter. Es ist viel besser als jeder Ego-Shooter. Danke. Haben wir verstanden. Die Teile hier können wir, glaube ich, noch nicht fahren, weil man die erst ab Level 2, 5 und 8 freigeschaltet hat. Von daher schreit es ja förmlich nach dem zweiten Teil. Nee, komm, lassen wir. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal diesen lilanen hier und können nun auch noch einen Fahrer Achtung, auswählen. Da alles haben einsteigen. Wir geben gleich richtig Gummi. Alles klar, Bruder. Lass mich noch ganz kurz meine Person auswählen, ne? Also, komm, wir nehmen einfach mal ihn hier. Zum, zack, Einspieler... Bitte, wie geht das denn? Ich weiß nicht mehr, wie ich fahren soll. Mit W als D wahrscheinlich, oder? Das alles mit W. Autsch, den hat es aber richtig erwischt. Geht's dir noch gut? Alter, wie gebe ich denn Gas? Ich drücke die ganze Zeit W, aber es geht nicht. Es geht auch nicht mit den Pfeiltasten. Muss ich irgendwas mit der... Aha, ich muss die linke Maustaste gedrückt halten, damit ich Gas gebe. Okay, also ich weiß nicht, ob wir die anderen jetzt rammen müssen. Aber kann ich auch zurückfahren? Oha. Ziemlich harter Treffer. Ich kann auch zurückfahren. Sag mal, kennt ihr noch diese Leute, die so Autoscooter immer so gefahren sind? Die saßen auf jeden Fall immer so auf der Kante so von dem Autoscooter mit so einem Girl immer so im Arm, haben sich so an der Antenne und an dem Girl festgehalten und immer so gefahren, zurückwärts. Das sind diese ganzen Leute, die jetzt mit so AMGs über die Ringe driften. Hier scheppert das wie bei einem Gewitter. Habe ich gerade ein Achievement bekommen, obwohl ich nicht mal am PC bin? Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier unsere Mission ist. Wir haben oben eingeblendet neues Ziel und oben links, da wo die Campforce... Oh mein Gott, ach so. Das war... Wir haben Ziele, die wir treffen müssen beim Autoscooterfahren. Hier können wir anscheinend, glaube ich... Oh, unser Typ ist ein bisschen verwirrt. Hier können wir unsere Läden wieder auffüllen. Wir haben nur noch 1 Minute 20 steht oben. Das heißt... Ach so, guck mal. Das ist ein richtiger Jahrmarkt hier. Oh, wir haben ein neues Ziel. Ah, oh, ah, oh. Oma! Opa! Ich töte gerade Leute im Autoscooter. Wollt ihr mal sehen? Ich habe jetzt ein neues Ziel bekommen. Weiß zwar nicht, wo das ist, aber es wird wohl irgendwo sein. Also jetzt mal ganz kurz Gas geben. Find's auch stark, dass wir unten rechts angeblich 100 km/h fahren. Da hinten fährt unser Ziel. Wir haben... Digga, ist es Star Wars oder ein Autoscooter-Simulator? Wir haben unser Ziel dort hinten in der... Aua! Mann! Wir haben unser Ziel da hinten in der Ecke. Und BATS, Junge! Toll gemacht! Mission erfolgreich beendet. Jetzt halte durch und sammle Punkte. Der sieht ein bisschen aus... Also no front, aber ein bisschen Gerhard Schröder-Vibes gibt mir das gerade. Wir haben auf jeden Fall nur noch 10 Sekunden am Start. Ich will noch einmal ganz kurz mein Leben auffüllen. Ich weiß ja, man dafür nachher extra Punkte bekommt, wenn man viel Leben hat. Vielleicht können wir sie ja noch töten, die Alice oder so. Die mochte ich eh nie. Und die hat nur noch ganz wenig Leben. Ganz schnell, Luca, 0 Sekunden und ist es vorbei. Seid wieder dabei und steigt ein. Wir freuen uns, was? Nur so ein bisschen? Ich bin Platz 17? Wir starten. Ja, los geht's, meine lieben Freunde. Neue Runde, neues Glück. Wir gehen wieder auf Alice. Die Scheiße. Alter. Alice, du. Komm her, du kleine. Seht das Video schon wieder ab 18. Naja, gut, also unser Typ hier, wir brauchen auf jeden Fall einen Namen für ihn. Ich würde sagen, wir nennen ihn einfach mal Gustav. Gustav muss Alice wegrammen. Alice denkt hier, sie ist im Wunderland. Die Wortwitze heute wieder. Ist aber nicht, die wird hier richtig durchgemöbelt, die scheiß Alice, Alter. Kannst du weggehen mit deinem
grünen Premium. Die hat sogar diesen Premium-Scooter, oder? Oh, ich sehe gerade, wir haben oben links wieder ein Ziel angegeben. Also wir dürfen uns gar nicht mehr so krass auf Alice konzentrieren. Ist egal! Verpiss dich, Alice! Keiner will dich ja haben, Alter! Fun Fact, hab mir damals meine Gehirnerschütterung geholt beim Autoscooterfahren. Wir haben den Schild, das heißt, wir können jetzt so viel rammen, wie wir wollen wahrscheinlich. Sag mal, gibt's doch irgendeinen Turbo-Boost? Alice ist unser Ziel! Ihr seht schon oben rechts, ich habe immer jetzt schon mehr als in der letzten Runde. Von daher mal ganz fix eben nochmal hier hinten unser Leben auffüllen. Wir sind ein bisschen am Arsch. Tommy! Arschloch! Nur noch ein Ziel. Und das Ziel haben wir, keine Ahnung wo. Ich muss allerdings ganz kurz erstmal mein Leben aufladen. Ach so! Der macht das nicht komplett, der macht das immer nur so ein bisschen. So! Was? Halte durch und sammle Punkte, okay. Das heißt für mich ab zu Alice. Wo ist sie? Die blöde Idiotin. Erstmal ein Shit. Bubble. Ja. Warum bin ich denn schon wieder Platz 11? Ich will einmal in die Top-Platzierungen rein. Letzte Runde, meine lieben Freunde. Wir konzentrieren uns jetzt auf die 7 Ziele, die wir für heute haben. Ich weiß nicht, wo das erste Ziel ist. Ich muss hier erstmal gekonnt allen ausweichen. Da hat man sich echt immer gefühlt wie so ein Rennwagenfahrer, wenn, oder so ein Rennfahrer halt einfach, wenn man allen ausgewichen ist. So, Ziel Nummer 1 haben wir getroffen. Ziel Nummer 2, wann haben wir denn endlich mal wieder Alice als Ziel? Guck mal, ich krall mir hier vorne erstmal mit einer schönen Kurve. Bisschen Leben auffüllen. Zack, nicht mehr gegen die Wand gefahren. Und unser nächstes Ziel befindet sich... Ah! Sandra! Sandra! Du scheiß Idiotin! Du bist auch mit dabei, oder was? Da vorne ist unser Ziel. Aaron! Aaron Troschke haben wir hier auch noch schön wegge... So, wen haben wir als nächstes? Wer ist unser nächstes Ziel? Wir sind mittendrin. Das war mal richtig dumm, wenn man so mittendrin war beim Autoscooter fahren. Du! Victor! Bam! Egal. Wer ist denn unser Ziel? Ah, da vorne. Unser Ziel ist... Wie heißt sie? Tina! Es sind Bibi und Tina. Aber hier ist doch Tina! Bibi ist in Köln. Milliarden verdient. So, Tina haben wir auch So, wen haben wir als nächstes? Hier vorne erstmal einen schönen Schutzschild abholen. Mika, Mike, mach kein Auge. So, wen haben wir da hinten? Ich sehe es. Ganz am Ende. Wer ist es? Victor! Den habe ich gerade schon gesehen. Den habe ich gerade schon zu Beginn dran. Lass mich in Ruhe, Patrick. Victor, auf dich geht's jetzt. Batz, Junge! So, wir haben 4 Ziele. Wir haben nur noch die Hälfte der Zeit. Wir sind ein bisschen in Zeitnot. Aber der braucht auch immer ein bisschen, um mir das Ziel zu geben. So, guck mal, es ist hinter mir. Es ist hinter mir, habe ich gerade gesehen. Da. Und das Ziel ist... Ist es Alice? Ist es Alice? Es ist Sandra gewesen. Die blöde Idiotin. So, mal eben ganz fix hier aufladen. Und weiter geht's. Den Oliver-Rahmen. So, den haben wir auch. 6 von 7. Und das letzte Ziel, meine lieben Freunde, unser 7. Ziel. Vielleicht sind wir dann endlich ein neuer Rang, den wir dann erreicht haben. Mein letztes Ziel ist Diana. So, da müssen wir mal ganz kurz hier einmal durch. Ey, die Idioten, die rammen mich hier auch alle weg. Ab zu Diana. Mann, Janett! Ich will doch nur... Ich glaube, ich muss sie von vorne berühren, weil vorhin rückwärts hat es auch nicht geklappt bei dem Victor. Von daher, von vorne, ey, die ist aber auch mittendrin im Chaos. Das machen die doch extra, dass ich da nicht hin kann, oder? Guck mal jetzt, geh durch zu Diana. Ey, diese Idioten, ich habe fast kein Leben mehr. Bam, okay, toll gemacht, Mission beendet. Aber ich habe fast kein Leben mehr. Ich muss ganz schnell zu leben, Freunde. Da links ist sie. Ah, weg. Schnell, ah. So, bam, okay, bisschen Leben aufgeladen. Hier vorne den Schutzschild, den brauche ich auf jeden Fall auch. Wir haben Final Countdown, Leute. 14 Sekunden nur noch. Keiner ist bisher rausgeflogen. Sandra können wir rauskicken. Sandra brennt. Sandra brennt, meine lieben Freunde. Sandra ist raus. Wir haben noch 3 Sekunden. Und wenn wir dann keinen neuen Rang haben, dann weiß ich auch nicht. Meine Stimme ist am Arsch. Aber wir haben es geschafft. Nur noch ganz kurz warten. Wir starten. Ne, einen Scheiß starten wir. Spiel verlassen. So, komplett raus. Zack. Brauche ich nicht. Ich weiß, wie man Autoscooter fährt. Und zwar so. Könnt ihr einpacken, ihr scheiß Sandras, Victors und Dianas.